Yo, yo, was geht? Petrial, meine Damen und Herren, meine Freunde des Angelsports. Und wir sind, ihr seht's, Angel-Herausforderung 3, wir sind angekommen. Im letzten Video haben wir die Angel-Herausforderung 2 sofort beim ersten Wurf erledigen können. Und anschließend noch ein bisschen Spinfischen betrieben. Und ja, jetzt sind wir im nächsten. Jetzt sind wir halt bei 3 und da steht Fange Brassen. Brachsen. Rang Bronze. Na, alles klar. Nehm schon mal an. So. Wir schauen nach, was denn so die Brassen, Blutwurm, Kompostwurm, Graupen, Merkmale, Grundfisch und ein Sprenger. Na gut. Haben wir noch nicht gefangen, aber sieht schon geil aus. Ja, auf jeden Fall eine vernünftige Bronze ist schwierig einzuschätzen, ne? Ich würde sagen, ich würde den quasi bei 3 Kilo so einordnen, circa, ja. Ich glaube, wir können die Montage vom letzten Mal nicht benutzen. Wir nehmen lieber ein bisschen mehr. Diesmal können wir aber auch die Monofilament-Schnur nehmen und nehmen den hier. Wir fangen erstmal klein an. Kompostwurm, Blutwurm und was war das andere noch? Graupen, ne? So, wir können tatsächlich einen 6er-Haken nehmen. Haben wir nicht dabei. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben aber dafür gleich einen 5er mit dabei. Wir fangen einfach direkt an mit Graupen. Einfach probieren. Wo muss ich denn hin? Hier unten muss ich hin. Okay. So, Leute. Ich habe mir gerade eben ein Auto geschnappt. Und hier ist es sogar ausgeschildert. Oh, Leute. Der Weg, der war richtig wild. Der war echt wild. Liegen da einfach zwischen und mal so Steinbrocken auf der Straße. Holy moly. Aber hier ist tatsächlich der Ort, an dem wir angeln sollen. Kann man da durchgehen? Yes, kann man. Das ist schon mal sehr schön. Ja. Dann Angel raus und gewinnen. Wir fangen erstmal hier an. Ja, Grundnähe, ne? Am besten eigentlich eben mal ausloten. Fangen wir mal so an. 6 Meter, Alter. 6 Meter ist schon hardcore. 6 Meter. Dann würde ich sagen, so weit und tief wie geht. Und rein damit. Denn wir haben ja gelesen, sind Grundfische. Dann sollte man halt auch schon am Grund irgendwo schauen. Ja. Schon mal ein bisschen Vorbereitung treffen. Wir können ja ruhig schon mal auf 45% die Bremse setzen. Ja.
Oh, da unten ist was. Seht ihr das? Da unten am Bildschirmrand. Das sieht mir nach dem Brassen aus. Nee. Doch. Doch. Tatsache. Jo. Ist sogar Bronze direkt. Nice. Perfekt. Also quasi für mich hat jetzt der Weg hierhin länger gedauert als das Angeln. Ja, geil, Schmeilo. Perfekt. Also eigentlich viel zu viel. Eigentlich viel zu viel an Equipment drauf gehabt, tatsächlich. Gucken, nochmal angucken. Hier. Die letzten Fänge. 1,45 Kilo. Das ist Bronze, ne? Ist Bronze, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir probieren nochmal. Ich will nochmal ein bisschen Größeres. Deswegen würde ich jetzt sagen, 8er mit Graupe. Mal schauen, was das wird. Nehmen nochmal die gleiche Stelle ungefähr. So. Und dann würde ich sagen, abwarten. Ich könnte, mir fällt gerade ein, ich könnte ja auch dann einfach die wöchentlichen und täglichen Herausforderungen noch dazu machen. Wenn das wirklich so jetzt so laufen sollte. Ja, da müssen ja auch die Fische stimmen, ne? Die ungefähr dann da sind, die wir fangen. Die ich fangen muss. Um den Rang zu bekommen. Im Fokus, weil meistens sieht man die ja doch im Fokus besser als so. Aber kann natürlich auch sein, dass keiner kommt, ne? Aber wir haben gelernt, Angeln ist ein Geduldsspiel. Und ja. Was war das? Das war ein roter Fisch, ne? Wild. Ah, ne, das war bestimmt ein Rotauge. Das sah so richtig komisch aus. Ich probiere mal ein Stückchen weiter rauszuwerfen. Aber, wie gerade schon angekündigt, wir können ja auch die Herausforderung machen. Wir haben nämlich zwei abgeschlossen. Döbel. Rapfen könnte man tatsächlich machen. Rapfen wäre echt gut. 10 Stück. Boah. Wird schwierig. Machen wir einfach. Täglich Herausforderungen annehmen. Können auch diese Form mit annehmen. Die Lachs hatten wir auch vorhin. Oder hatten wir auch. Oder hatte ich zumindest auch. Missbedenken. Ja, ihr müsst bedenken. Alter, da war wieder so ein Vieh, ne? Ein Hecht. Ist das? Ein Hecht. Sieh sofort. Ja,
Ey, ich hab das ja auch gerade bei den letzten Fängen gesehen. Alle am 31.05. quasi. Ich hab halt Zeit. Jetzt. So. Und Bock. Bock ist immer sehr wichtig. Muss man immer haben. Alter, was war das? Sehe ich nicht. Fokus angehabt. Ja, ich warte noch ein paar Minuten. Und dann gegebenenfalls ziehe ich mal rein. Oh. Wie gesagt, ne? So. Ah, der geht schnell rein. Das könnte tatsächlich ein Rapfen sein. Ein Brassen. Vielleicht auch ein größerer. Das wäre natürlich fein. Immer die Spannung halten, haben wir im letzten Video gelernt. Immer die Spannung halten. Ah, nee, das ist eine Rotfeder. Nee, Rotauge. Holy moly, das ist ein großes Ding. Das ist, oder? Yo! Guckt euch das schöne Ding mal an. Leute, Highlight des Videos. Look at this. Herrlich. Wunderschön. Wunderschön. Gold. Krass. 1,3 Kilo. 37,33 Zentimeter. Krass. Ja, geil. Freut mich. Ehrlich. Nice. Ja, also auf jeden Fall erstmal schon mal, ne? 50 Kilo. Kriegen wir auf jeden Fall heute rein. Aber ich will ja noch ein bisschen was anderes machen. Baue jetzt nochmal eine schöne große auf. Um auch mal ein bisschen die ganz dicken zu fangen hier. Ich habe nur 7,5er Schnur mit. Egal. Jerkbait. Dreier. Was hat denn... Moment, ich pack den da eben drauf. Den Einser-Spinner, come on. Oder gehe ich Jerkbait? Wer geht noch auf Spinner? Esche. Wäre natürlich auch geil, so ein... Forelle kriege ich, werde ich hier nicht finden. Das kann ich euch so sagen. Natürlich habe ich keinen Blinker dabei, ne? Ist ja typical. Ach komm, wir nehmen Dreier Jerkbait. Wir probieren einen Hecht. Wir suchen einen Hecht. Wir machen es wie beim letzten Mal einmal so zack, 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 zack. Aber wir fangen jetzt von dieser Seite an. Schön auf 1. Ich habe extra eine große Route genommen, falls da diese großen Viecher da kommen, hier diese Seelachse da, ne, atlantische Lachs, ne, heißen die. Falls da so ein Vieh drankommt, dass ich den nicht unbedingt abschneiden muss. Fokus ist Hecht, eigentlich. Aber. Obwohl, eigentlich könnte ich wirklich wohl mit einem Spinner arbeiten, ne? Einfach mal. Sind ja nur Vorschläge, die gemacht werden. Ich kann ruhig konstant einrollen. Auch ruhig mal ein bisschen schneller. Ja. Ne, wir bauen da jetzt einen anderen dran. Oder ein Frosch? Ne, ich glaube, Frosch geht hier gar nicht.
fett, oder? Oh, Wobbler. Ja, Wobbler könnten wir nochmal probieren. Na, ich glaube, 6er ist echt klein. Hoppla, das geht immer tiefer. Na, vielleicht fangen wir ja was ganz Wildes jetzt. Jo. Da ist was. Ah, nee, das ist nicht groß. Nee. Was ist das? Wir haben einen Rapfen. Bronze. Ja, der ist schon irgendwo groß, aber auch jetzt nicht so groß, ne? Ich weiß nicht. So. Ja, ich habe leider nur einen kleinen Wobbler dabei. Wir probieren weiter. Eben auf 4 machen, dass wir schnell auf den Grund kommen. Und dann, wenn wir da sind, auf 1. Ja, die Angel, die wir gerade haben, die sollte auf jeden Fall vieles aushalten. Könnte natürlich auch ein Boot holen und einfach mal auf dem See. Ja, wobei. Aber ich will eigentlich was Dickes fangen. Richtig schön groß. Maschine. Komm, wir nehmen einen Spinner. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Schön twitchen dabei. Obwohl, wir können auch es konstant machen. Ne, wir machen konstant. So ungefähr bei 2,50, 3,50 circa. Für ein Monsterhecht fangen. Beim nächsten Mal nehme ich einen Blinker mit. Oh, hier sind einfach zu kleine Fische für den Köder. Kann natürlich auch sein. Eigentlich müsste hier sowieso erstmal gucken, wer auf dem Spinner baitet. Nehmen wir erstmal den Dreier, das reicht erstmal. Würde ich sagen. Ich könnte natürlich auch. Nee. Nein, meine ich. Dafür habe ich keine Spule. Jetzt hätte ich nämlich gesagt, ich kann ja auch den größten Haken nehmen, den ich habe, mit einer Ritze. Und dann per Posenangel auf Hecht gehen. Ach, der ist doch nur 18,3 Meter tief. Reicht doch, kann man mal hintauchen. Eigentlich müssten Seesaiblinge da unten leben, ne? Sind wir jetzt endlich auf den Grund angekommen? Jo. Schön nochmal einen Meter drüber.
perfekt. So ein Katzenpelz wäre auch wild, ne? Allgemein, jetzt irgendwie was fangen wäre wild. Ich glaube, die Spule quietscht. Oder mein Musiksystem spinnt gerade. Könnte natürlich auch sein. Ich habe die ganze Zeit so ein Kuck. Ja, schwierig nachzumachen. Wir brauchen Anti-Iku-Iku. Oh, das ist ein Hecht. Habe ich genau gesehen. Im 6er-Speed rein. Spinner geht nicht. Schade. Wir nehmen nochmal ein Jerkbait. Come on. Da. Wo konnte ich da was nehmen? Hä? Oh, einen schönen Rotauge. Hä, nehmen? Ach so, ja, ja. Okay. Okay. Machen 2er Speed. Können ruhig an der Oberfläche kommen. Ist nicht so schlimm. Dann sieht man auch hin und wieder, wie ein Fisch hinterher hechtet. Hinterher schwimmt. Mal die Rutenspitze ein bisschen tiefer halten. Wie ein Vollprofi. Ja, und so und so. Ne, alles cool. Wir haben unsere Mission erfüllt. Was wollen wir mehr? Ein richtig geiles Rotauge gefangen. Ein Goldrotauge. Ja. Mega geil, ey. Das hat mich tatsächlich mehr gefreut, als den neuen Brassen zu fangen. Vorsicht. Ja, ich kann ruhig, ich darf ruhig ins Wasser fallen, ich verliere dann nichts, aber. Na, wir können ja auch dem Spiel mal Folge leisten, ne? Wir müssen ja nicht immer Suicide hier. So, aber ich ziehe den noch eben rein. Und dann sind wir ja auch schon durch für heute. Jo. Ja, wie schon erwähnt, wir haben unsere Mission erfüllt. Noch ein schönes Rotauge gefangen. Mega geil, freut mich mega. Und ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Für Angelherausforderung 4. In diesem Sinne, meine lieben Fischerfreunde, euch noch Petri heil. Und haut rein, bleibt gesund und ciao.